Gute BMW Machine Shop hier. Heute möchte ich euch diese in meinen Augen sehr schöne Drehbank vorstellen. Sie ist soweit original. Also der Unterschrank ist original. Der Unterschrank ist leider etwas verrostet, aber die Maschine oben ist meiner Ansicht nach in sehr gutem Zustand. Die Spindeln hier lassen sich sehr schön bewegen. Man sieht da jetzt auch keinen Verschleiß, keinen großen bzw. keinen Verschleiß. Auch das Spiel ist nahezu nicht vorhanden in der Mutter. Bisschen Spiel ist vorhanden, allerdings ruht das darin, dass diese Spindel hier hinten lediglich mit so einem Stift gehalten wird. Und da ist ein bisschen Spiel drin. Auch der Reitstock geht sehr, sehr sauber. Ist ein bisschen Öl. Ich hatte die gut geölt und entrostet. Die Pinole hier hat eine Skala drauf, lässt sich hier klemmen. Der Reitstock und der Schlitten hier lassen sich hier unten verschieben. Und das da aufschrauben, dann kann man den verschieben. Die Drehbank hat insgesamt 6 Geschwindigkeitsstufen. 3 hier oben über den Flachriemen. 2 hier unten über den Keilriemen. Das lässt sich auch sehr, sehr schön und sehr schnell wechseln. Dazu später mehr. Wir haben hier vorne einmal 3 Sicherungen und den Schalter, den Einschalter. Der ist leider nicht original. Der originale liegt hier unten noch bei. Der ist leider da kaputt. Aber das Originalschild ist noch vorhanden. Ich denke mal, das bekommt man auch noch, wenn man die Maschine denn restaurieren will. In meinen Augen wäre das die perfekte Basis, um eine gute Restauration hinzubekommen. Da unten ist ein Rollladen drin, der ist leider fest. Ja, ansonsten an Zubehör ist reichlich was dabei. Einmal hier Spannzangen. Hier hinten ist auch der Hebel, um die Spannzange zu klemmen. Die Anzugspinole, die Anzugsstange, die hier hinten dann dran kommt, die fehlt leider. Die werde ich aber eventuell noch anfertigen. Das ist auch kein großes Hexenwerk. Die Schublade hier klemmt leider ein bisschen. Das lässt sich aber auch wieder fixen. Dann haben wir hier noch Kleinigkeiten dabei. Einmal die Außenbacken für das Vierbackenfutter hier. Dann hier noch eine feste Spitze für in die Pinole rein oder in die Spindel rein. Hier sind noch 2 feste Spitzen für den Reitstock, eine mit Hartmetall vorne, eine mitlaufende Spitze, noch eine feste große, noch ein Schnellspannfutter und ja, Schlüssel, Drehmeißel. Hier vorne sind noch kleinere Drehmeißel und so weiter. Dann ist hier noch ein zweiter Reitstock mit Schnellausrückfunktion. Genau. Das Besondere an der Maschine ist, die hat hier 2 Kegelschräglager drin, also keine Gleitlager. Das heißt, zur Not, wenn die mal irgendwie fertig sein sollten, kann man die tauschen und bekommt die auch noch recht gut und auch recht günstig. Ich würde da mal schätzen, dass eins vielleicht so zwischen 20 und 40 € kostet, maximal eins von den Lagern. Das ist ein sehr großes Plus, was ich an dieser Drehbank sehe. Da viele alte haben so Kleidlager aus Messing oder sonst was und die bekommt man schwer, wenn man sie bekommt. Ja, es ist sehr, sehr teuer. So, jetzt gehe ich nochmal um die Maschine drumherum. Wie gesagt, unten hat sie leider ein bisschen Rost. Lässt sich aber alles noch retten. Auch das Brett hat schon bessere Tage gesehen.
So, die Maschine lässt sich hier einschalten. Das müsste jetzt die schnellste Stufe sein. Sie dreht bis 1200. Die Drehzahl würde sich aber auch noch recht einfach erhöhen lassen, indem man den Elektromotor unten tauscht. Der Elektromotor hat 0,5 kW, eine Drehzahl von irgendwas mit 940 oder sowas, also nicht wirklich schnell. Wenn man da jetzt noch einen schnelleren Motor reinmachen würde, sagen wir einen doppelt so schnellen, dann würde sich auch die Spindel dann doppelt so schnell drehen. Dann wären wir bei 2400 Umdrehungen, was schon ordentlich ist. Die Lager würden das meines Einschätzens nach mitmachen. Ob ich jetzt dann trotzdem die 2400 Umdrehungen auf der Maschine dann auch wirklich realisieren würde, ist eine andere Sache. Ja, genau. Dann zeige ich euch jetzt nochmal schnell, wie man hier die Keilriemen wechselt. So, wir haben hier zwei Klemmschrauben. Das hier klemmt diese Platte, das hier klemmt das hier. Um das jetzt zu wechseln, löst man hier die Verklemmungen. Und dann kann man mit dem hier das Ganze anheben. Jetzt ist der Flachriemen hier lose und könnte man den wechseln. Man kann das dann auch wieder klemmen. Und dann hat man beide Hände, um das zu machen. Wenn man jetzt den anderen wechseln möchte, klemmt man den unteren, lässt wieder ab. Jetzt ist der hier locker und jetzt könnte man den hier wechseln. Und die Spannung erfolgt durchs Eigengewicht, also einfach loslassen und dann klemmen. Finde ich sehr schön gemacht, geht sehr schnell. Der Keilriemen ist auch sehr schön geführt. Hat hier hinten, geht einmal hier hinten durch diese Verkleidung und dann hier einmal durch den Fuß. Das heißt, die Gefahr, dass man da irgendwie reinkommt, ist auch sehr gering. Das hier sind die zwei Öler. Und bitte auch da Öl rein und kein Fett. Ja, ansonsten denke ich, habe ich alles zu der Maschine gesagt, was erwähnenswert wäre. Gehe nochmal auf das Typenschild drauf. Wie gesagt, ist eine Wolf und Jahn. Genau, damit auch hier wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.